Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Randomizer hier auf dem Kanal. Es geht wieder weiter mit einem Twilight Princess Randomizer. Ich bin euer Zeldajunge und ich freue mich auf dieses neue grandiose Projekt. Wir haben bereits schon einmal einen Randomizer zu Twilight Princess gespielt und hatte ähnliche Umstände wie dieses Mal. Und ja, der Ziel dieses Randomizers ist wieder alle Dungeons zu beenden und Ganondorf zu vernichten. Das heißt, wir müssen auch wirklich alles sammeln, was geht. Ich werde mir wieder Mühe geben, diesen Randomizer zu 100% zu beenden, wie beim letzten Mal. Vertauscht sind diesmal wieder alle Käfer, die Geschenke von NPCs, die Shop-Items, die okkulten Künste, die Geisterseelen und die sämtlichen Schlüssel aus allen Dungeons. Das erwartet uns hier wieder. Und ja, ich würde sagen, ohne große Umschweife gehen wir gleich mal in Linkshaus und schauen da mal rein, was wir da Schönes bekommen. Ihr habt gesehen, drüben auf unserem Item-Tracker haben wir auf jeden Fall schon die Geldbörse, die halt standardmäßig dabei ist. Und was haben wir denn in der ersten Schatzkiste drin? Ah, leider nur 5 Rubine, schade. Na gut, kann ich mit leben. Ich glaube, das Ding hier... Ne, dieses Tiegel, was man von den Göttinnen bekommt. Von den Geistern? Wie heißen die denn? Die Geister der Quelle. Die haben wir schon alle. Diese Szene habe ich quasi übersprungen. Also wir sind quasi da schon durch. Durch diese ganze... bringt das Licht in die einzelnen Gebiete zurück. Und ich glaube sogar, dass wir auch hier einen von diesen Schlüsseln... Ich glaube nämlich, das hier ist schon offen. Das sind ja quasi die Schlüssel für die Waldgebiete. Aber ich lasse es erstmal noch zu. So. Was jetzt ein bisschen geiler ist, ein bisschen schöner ist. Das war beim letzten Randomizer-Projekt nicht so. Man konnte nicht erkennen, was quasi im Shop gerandomized ist. Das ist diesmal anders. Man kann es quasi jetzt hier sehen. Also hier, schön Zitadelle der Zeit. Geile Musik. Epische Mucke hast du auf dem Radio. Richtig geil. Ja, den Rubin da hinten, den kann man sich auf jeden Fall gönnen. Der müsste, glaube ich, 30 oder so kosten. Das würde ich, glaube ich, dann zeitnah mir auf jeden Fall mal holen. Das gefällt mir ziemlich gut. Okay, was können wir denn noch so machen in Ordon? Erstmal standardmäßig. Link hat übrigens schönes schwarzes Outfit an. Das habe ich so extra gerandomized. Ah ja, du, ne? Wir können dir deinen Weidenkorb bringen. Das Schöne ist halt auch, das Spiel ist auf Deutsch. Das ist auch so ein cooler Faktor. Mag ich sehr gerne. Das haben wir nicht oft bei den Randomizern, dass die Spiele auf Deutsch sind. Und hier schön natürlich, ihr hört es auch, die Musik ist auch randomized. Wir haben hier schön die Eismusik von Schneegipfelgebiet. Oder vom Eistempel ist das, ne? Von der Ruine. Genau. Als ob es was Schlechtes wäre, hier eine Geisterseele zu bekommen. Naja, gut. Ist nicht schön. Beim letzten Mal haben wir jedes Mal, wenn wir eine Geisterseele gefunden haben, hier den Geisterzähler um 1 hoch gemacht. Das würde ich, glaube ich, diesmal nicht machen. Weil ich sehe ja in meinem Menü, wie viele Geisterseelen ich habe. Und würde, glaube ich, dann doch lieber, immer wenn ich einen Geist töte, diesen Zähler hoch machen. Weil sonst verliert man halt die Übersicht, wie viele Geister man schon getötet hat. Ich glaube, das ist besser. Gefällt mir persönlich besser. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch findet, weil die Geisterseelen sehe ich immer im Menü. So, ich würde sagen, den Weidekorb holen wir uns einmal und wir müssen auch ein bisschen Rubine farmen. Dass wir so 30 vielleicht bekommen. Zack. Ach so, der... Ja, ich wollte gerade sagen, der meckert doch gleich mit mir, oder? Dass ich hier nicht mit Rubinen, mit Essen spielen soll. Mit Rubinen spielen. So, warte mal, wir sammeln mal ein bisschen Kohle, damit wir uns den Huni kaufen können. Denn es ist, glaube ich, auch nicht normal. Wir können schon 1000 Rubine tragen. Normalerweise sind es, glaube ich, nur 500 oder 200. Schreibt es mir da gerne mal in die Kommentare. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es 500 oder 200 sind. Die man standardmäßig am Anfang tragen kann. Oder 300 sind es, glaube ich, ne? 300, ja. 300 müssten es sein. So, gibt es denn hier oben noch was Schönes? Hier haben wir einen Huhn. So, dann haben wir hier hoch. Ich glaube, hier oben liegt auch einmal Kohle. Jo, da haben wir einen Zehner. Und es ist, glaube ich, normalerweise so gedacht, dass man hier den nimmt, ne? Die Flöte. dann mit ihm hier das Huhn sich holt. Zack. Ist ja alles möglich, ne? Und dann einfach darüber fliegt. Ich glaube, das ist so normalerweise gedacht. Ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. So. Ja, mit dir können wir auch Wrestling machen, aber ich würde sagen, ich hole erstmal schnell den Weidekorb. Und wir können uns theoretisch jetzt auch den Huni kaufen. Das werde ich mal schnell machen. Ich kaufe mir schnell den Huni, dann holen wir uns den Weidekorb. Da kriegen wir schon mal ein paar schöne Items. Und wir haben Kohle. Kohle am Anfang ist gut. Ah, Link, schön dich zu sehen. Ah, es ist so schön im Schloss. Ich bin traurig, weil meine Katze ist weg. Ja, das ist die Schleuder. Man sieht das allgemein. Das ist auf jeden Fall die Schleuder. Zack. Und wir tauschen quasi 30 gegen 100. Ist ein guter Tausch, finde ich. Sehr, sehr schön. So mag ich den Handel. Ja, das ist auf jeden Fall viel besser, wenn man sehen kann, was man da kauft. Vorher musste man halt so auf gut Glück eigentlich alles kaufen, weil man nicht wusste, was bei rumkommt. Aber so ist es auf jeden Fall angenehmer. So, dann würde ich sagen, mit unseren 104 Rubinen in der Tasche, snacken wir uns hier nochmal schnell so ein Fahren. Und dann holen wir uns vom Äffchen da hinten mal den Weidekorb. Zack, ich hoffe, das ist okay so. Jawohl, wunderbar. Irgendwie so traurige Musik, ne? Ich meine, so ein bisschen passt es auch, wenn jetzt so die Stimmung schlecht wäre. Ja gut, eigentlich, ne? Eigentlich ist die Stimmung schlecht. Die Kinder sind ja alle weg. Eigentlich ist die Stimmung schlecht. Oh, Link, oh, dieser Weidekorb. Oh, ich hatte ihn schon überall gesucht. Ich hatte ihn damals geflochten, als mein erstes Kind unterwegs war. In all den Jahren ist er mir sehr ans Herz gewachsen. Hast du ihn ja extra gesucht, damit du mir ihn bringen kannst? Oh, danke, vielen, vielen Dank. Da fällt mir ein, ich habe hier noch etwas, das ich dir geben wollte. Würde es dir etwas ausmachen, diesen Weidekorb für mich ein Stück zu tragen, bis zu mir nach Hause? Natürlich, meine Liebe. Vielen Dank, Link. Ach ja, da war doch etwas, das ich dir geben wollte. Hier, für dich. Eine Flasche. Das ist am Anfang ziemlich gut, da wir gerade am Anfang wenig Herzen haben. So. Und, ja. Ja, nicht gesagt ist, wann wir unser erstes Herzteil, Herzcontainer bekommen. Dementsprechend finde ich das ziemlich nice. Wrestling eine Runde? Komm, wir machen eine Runde Wrestling. Geron Wrestling. Und ein Schluck Kaffee darf natürlich auch nicht fehlen, Leute. Ah. Jawohl. Hi, Kumpel. Jo, ich möchte gegen dich fighten, Junge. Ich will wissen, wie man einen Geron besiegen kann. Und zwar gegen dich in der Arena. Ich hoffe, man kommt ein gutes Item gegen ihn. Wisst ihr noch das letzte Mal? Nö. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, gleich hier am Anfang direkt einfach den Morgenstern bekommen. Das war auch so geil, ey. Das ist auch so ein episches Item am Anfang. Ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich. Morgenstern hat eine Sprengkraft von einer Bombe. Du hast quasi unendlich Kapazität und du kannst damit auch normale Gegner einfach smashen wie mit einem Schwert. Sau gut einfach. So, ich glaube, wir müssen zweimal, oder? Ah, ne. Ah, okay. Einmal reicht. Okay, komm. Oh, nein. Auch nur 5 Rubine. Ah, okay. Aber Anfang ist schwer. Also wir kriegen wirklich erstmal nicht so viel am Anfang. Das letzte Mal lief es richtig geil am Anfang. Ne? Guckt da auch gerne mal in den anderen Randomizer rein, wenn ihr da Bock drauf habt. Also auch ein unglaubliches gutes Projekt. Hat mir sehr gefallen damals. Kann ich euch sehr empfehlen. Ja, ich werde ihn vielleicht mal ja, in die Endkarten reinpacken, falls ihr da Bock drauf habt, euch den nebenbei reinzuziehen. Viele von euch haben das ja schon gemacht. Aber für die, die es noch nicht haben, zieht euch das auf jeden Fall nochmal rein. Das war ein tolles Projekt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und gerade dann am Anfang so krass, wie stark wir waren. Ne? Geil. Okay, wir können jetzt auf der Ranch noch mit Epona die Ziegen... Oh Gott, die Musik. Die Ziegen eintreiben. Das ist hier Schattenwelt. Wenn man gegen den mit diesem Schattenvogel durch diese Passage fliegt, ne? So. Treiben wir mal die Ziegen ein. Und ich glaube, danach können wir Ordon auch schon verlassen. Hätte ich gesagt. Ich meine, wir haben eine Flasche bekommen. Wir haben über 100 Rubine. Kann man mit leben, denke ich. Achso, ich muss ja mit ihm quatschen, ne? Ansonsten bringt mir das ja nichts. Wir müssen das ja auf Zeit machen. Ich weiß gar nicht, in wie viel Zeit muss man das schaffen? In unter 2 Minuten? I'm not sure. So. Ja, dabei ist es auf jeden Fall wichtig, dass man da immer nicht zu krass ausholt mit dem. Pferd. Ich habe da meine Künste mittlerweile sehr spezialisiert. Ihr seht, es läuft ganz gut. So. Am besten immer ein bisschen langsamer. Ein bisschen gezielter. So, die eine hier. Ach komm. Schade, das wäre fast unter 1 Minute geworden. Aber naja. War trotzdem gut, finde ich. So, rein da. Bin zufrieden mit mir. Ist auf jeden Fall innerhalb des Zeitlimits und damit auf jeden Fall... Okay, da kriegen wir unser erstes Herzteil. Sehr schön. Ich glaube, auch im Original hätte man ein Herzteil bekommen. Dank deiner Hilfe bin ich heute eher mit der Arbeit fertig. Danke, Link. Kein Ding. Ich mache mich mal dann auf mein Abenteuer, ne? Das beginnt nämlich jetzt erst. So, ja. Wir ziehen also los. Nichts weiter in der Tasche als der Flasche. Oh, es reimt sich sogar. Sehr, sehr gut. Und ja, 100 Rubinen. Die wir aber gleich, glaube ich, gut investieren können. Denn, ja, dieser Terry-Verschnitt, der da am Lagerfeuer sitzt, der bietet ja für 100 Rubine, glaube ich, was an, ne? Eine Flasche quasi. Ja, also wir haben theoretisch im Keller von Link auch noch eine Schatzkiste, die können wir uns aber im Moment nicht holen. Leider. Weil wir brauchen dafür die Fackel, also die Lampe. Ist hier eigentlich irgendwas drin? Nö. Hier muss man, glaube ich, auch später gegen die Schattenmonster kämpfen. Das müsste noch nicht da sein, oder? Wie kann ich denn eigentlich nach oben gucken? Irgendwie... Also entweder habe ich die Taste nicht belegt oder ich weiß nicht, wie man nach oben guckt. Sorry dafür. Ich brauche einen Bogen, ey. Ein Bogen wäre geil. Okay, aber zumindest haben wir das Pferd. Das ist schon mal auf jeden Fall nice zum schnell reisen. Ah ja, schön die Goron-Mucke. Und wenn es dann erst losgeht mit den Insekten und so, oh, das wird auch interessant. Da möchte ich auf jeden Fall auch immer, wenn ich einen Insekt sammle, wieder... Also nicht ein Insekt sammle, sondern jedes Mal, wenn ich ein, wo normalerweise ein Insekt ist, ne? Da würde ich dann auch gerne einen Punkt da drauf setzen und nicht, wenn ich ein Insekt aufsammle, weil die sehe ich ja auch. So, da könnte ich auch durch, aber da ist halt sehr dunkel, aber man könnte durch. Da gibt es auch, glaube ich, ein paar Schatzkisten zu holen. So, ich kaufe mir jetzt bei dir erstmal, genau, eine Flasche. Flasche Öl kaufen. Vielen Dank. Ah, ein Verlustgeschäft. Scheiße. Das ist natürlich traurig. Kriege ich sonst noch was von dir? Nee. Okay. Ja, ich glaube nämlich, das ist dieser grüne... Das ist nämlich dieser Schlüssel hier. Dieser grüne Schlüssel. Das denke ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist halt der Schlüssel, der hier die Tür aufmacht. Okay, wir gehen mal rein. Komm. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wird jetzt halt super dunkel für euch werden. Ich guck mal kurz, wie dunkel. Ah ja, es geht. Hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber ich glaube, wir haben halt nichts, womit wir uns wehren können. Also für mich ist genauso dunkel, Leute. Beschwert euch nicht. Hier sind noch ein paar schöne Ratten, geil. Aber wir können, glaube ich, hier eine Schatzkiste uns absahen, oder? Ja, 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 ja. Auch wenn es so eine kleine ist, aber man weiß ja nie, was da drin ist. Komm, auf da. Boah, ja, Mann. Einfach den Greifhaken. Okay, das ist ein gutes Start-Item. Ah, schön. Ah, Greifhaken, was kann man damit machen? Wir können uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen wehren. Leicht wehren. Okay. Ich gucke nochmal kurz, was können wir hier noch machen? Wie weit kommen wir noch? Gerade mit dem Greifhaken, weiß gar nicht, wo kommt man da jetzt überall hin? Ist auf jeden Fall ein schönes Start-Item. Da beschwere ich mich nicht. Das möchte ich erstmal ausrüsten. Ansonsten die Briefe. Gott. Okay. Jo, da ist es. Düdüm, düdüm. Schön. Damit kann man sich auf jeden Fall auch gut umgucken, aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter mit dem Greifhaken. Hier brauchen wir wirklich die Lampe, ne? Oder man müsste vielleicht als Wolf hier rumrennen. Ja, übrigens der Nachtkristall, mit dem wir uns zum Wolf verwandeln können, den haben wir auch noch nicht. Also aktuell gar keine Verwandlung zum Wolf möglich. Das heißt, die ganzen Orte, wo man buddeln kann, bleiben auch erstmal aus. Leider, leider. Aber ja, das ist so. War beim letzten Mal auch so. Dafür freut man sich dann umso mehr, wenn man dann endlich diesen Nachtkristall bekommt. Dafür ist der Anfang sehr schwer. Und man muss sich halt Stück für Stück alles zusammenfarmen. Aber komm, wir haben erstmal ein schönes Item bekommen. Gerade zum Anfang ist das sehr, sehr geil. Damit können wir vielleicht irgendwo was machen. Ich werde mir Epona wieder schnappen und würde sagen, wir reiten mal in die Hyrule-Ebene. Und bin erstmal sehr zufrieden, dass wir hier so ein schönes Item bekommen haben. Geilo. Ja, für die erste Folge kann man das machen, oder? Da ist die Aussparung. Die Belohnung der Erfolg für die erste Folge. Den kann man sich da auf jeden Fall mit sehen lassen. Und das Gute ist, ich kann, glaube ich, jetzt hier auch die Insekten holen, die hier rumeiern. Guck mal, das ist auf jeden Fall... Das müsste ein Insekt sein. Da würde ich jetzt auf jeden Fall mal einen Punkto nach oben machen. Wir holen uns also unser Geld zurück. Der hat das einfach auf den Baum geschmissen. Der Terry-Verschnitt. So, das ist jetzt quasi ein Insekt gewesen. Und das andere Insekt müsste, glaube ich, da drüben sein. I'm not sure. Und dann kann man sich vielleicht noch... Ich kann damit halt keine Monster töten, ne? Das muss man dazu sagen. Ich hätte vielleicht die Epona mitnehmen sollen. War das nicht hier? Bin ich jetzt falsch? Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, das andere Insekt ist woanders. Aber, was wir auch machen können, ist, glaube ich, wir können jetzt... Oh, shit. No. Ich kann mich nicht wehren. Ich kann nur betäuben. Kann ich hier nicht rein? Doch. Zack. So, da kann man sich hier nämlich auch eine schöne Schatzkiste holen. Ah, kommt schon, was Gutes. Okay, eine zweite Geisterseele. Bin ich mit dabei, auf jeden Fall. Ab 20 kann man sich ja da auch wunderbar die erste Belohnung abholen. Ja, nee, kann es sein, dass das zweite Insekt irgendwo auf dem Boden lag? Ach nee, da ist es. Und das ist sogar ein Insekt. Yay, geil. Schön. Die Schnecke. Das ist sehr gut, weil Insekten sind ja quasi Doppelbelohnungen. Denn die können wir ja bei Aknefa? Wie spricht ihr das aus? Akneta, sag ich immer. Aber wahrscheinlich heißt sie Aknefa oder so. Abgeben. Ach nee, geh weg. Mann! Okay, ich brauche Epona. Epona! Mein liebes Pferd. Lass mich mal... Lass mich mal aufsteigen hier. So, warte mal. Irgendwo hatten wir noch ein Item. Im Baum. Geh weg. Die Frage ist nur, wo waren das? Also wir haben jetzt 2 Items gefunden, aber es gibt noch ein 3. auf jeden Fall. Ah Mann, ist das nervig. Da war ein Geist. Geil. Geister können wir nicht bekämpfen aktuell, das wisst ihr ja. Shit, ey. Das ist gar nicht gut gerade. Aber ich weiß auch nicht, ich könnte mal resetten. Ja, ohne Waffen ist halt scheiße, ne? Ich gehe mal kurz raus aus dem Level. Das bringt's gerade nicht. Hilfe! Gott. Ja, der erste Part endet doch gleich, liebe Leute. Aber dann könnt ihr gespannt auf den nächsten warten. Ich finde auf jeden Fall, ist ein schönes Projekt. Mir gefällt es sehr. Schreibt ihr auch gerne in die Kommentare rein, ob ihr das Projekt geil findet und ihr euch auf die weiteren Folgen freut. Oh, jetzt haben wir eine andere Musik. Ah. Ja, die Musik quasi, wo Midna gerade am Ende ist. So, warte mal. Ich bin mir relativ sicher, dass hier irgendwo noch was war. Shit, jetzt kommen auch diese Hunde. Okay, ich werde vielleicht offscreen das Item mal suchen. Und zeige es euch dann im nächsten Part, oder? Machen wir so. Ich bin auf jeden Fall relativ sicher, dass hier irgendwo noch ein Item im Baum war. Oder irgendwie so ähnlich. Vielleicht irre ich mich aber auch komplett. Also entweder war es ein Insekt oder... Ja, keine Ahnung. Irgendwie so. I'm not sure. Ich werde es offscreen mal suchen. Bis zur nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.